Bevor das Video beginnt, kurz eine Info für diejenigen, die vielleicht keine Fans von Gruselgeschichten sind. Ja, es wird ein bisschen gruselig, aber auch nicht zu sehr. Aber falls ihr gar keine Fans von sowas seid, schaut euch gerne ein anderes Video an. So, falls nicht, viel Spaß. Hey Leute, was geht? Carnival für Nerds und Games und Leute, willkommen zu einem neuen Roblox-Video. Heute mal eine Roblox-Story. Ja, das sind ganz neue Spiele, die ich irgendwie entdeckt habe. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Es gibt so wirkliche Stories hier bei Roblox. Also Roleplay-Stories. Und wir spielen heute Airplane, glaube ich. Es ist Airplane. Ja, Airplane 1. Und wir sind gerade vom Urlaub zurück. Und damit beginnt auch das Spiel. Wir sind gerade aus dem Urlaub zurück, Leute. Wir möchten eigentlich nur nach Hause fliegen. Und ich glaube, unser Flug ist der 8621er. Und der scheint pünktlich zu sein. Wir müssen zu Gate B, meine ich. Da gehen wir mal rein und wir entspannen uns hier. Ja, hier. Guck, der andere Kahn ist auch dabei. Und wir versuchen uns jetzt hier ein bisschen zu entspannen, weil es geht nach Hause und dann heißt es natürlich wieder, der Alltag beginnt. Na, aber jetzt gibt es erstmal noch einen schönen Flug. Ich bin gespannt, welchen Sitz ich bekomme, weil beim Boarding war das noch nicht so ganz klar. Ich hoffe, ich sitze mit meinen Freunden zusammen. Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich meine, wir haben uns den ganzen Urlaub gesehen. So, mein Ticket können wir sehen. G10. G. 10. G. So. Das ist mein Platz. Vielleicht schaue ich vorher nochmal hier im Flugzeug ein bisschen mich um. Ist auf jeden Fall ein Airbus A330. Ist wirklich sehr geräumig, muss ich sagen. An meinen Koffer komme ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Die sind schon abgeschlossen. Kann ich auf Klo? Nein. Oh, hier ist, glaube ich, die Business Class. Oh, der Captain spricht. Hello everyone, this is your Captain speaking. Welcome aboard flight. Ach, ist ein anderer Flug. Okay, habe ich wohl falsch geguckt. Ich setze mich jetzt erstmal hin. Oh, wir sind schon auf 33.000 Fuß Höhe. Das Wetter ist gut. Das heißt, wir kommen ohne Verspätung an. Ich übersetze euch, weil das hier alles auf Deutsch. Der Captain sagt, es ist alles in Ordnung. Okay, feel free to explore the airplane. Das machen wir doch gerne. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Zum Captain kommen wir wahrscheinlich nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Warum ist das denn hier grün? Ah, okay. Es ist wahrscheinlich, dass es okay ist. Hier ist, wie gesagt, die First oder Business Class. Ob das einen Unterschied macht, jetzt hier zu sitzen, weiß ich nicht. Aber es ist soweit okay. Now please find your seat. Okay, wir landen anscheinend schon. Ach nee, es kommen Turbulenzen. Oh, okay. Warum läuft hier ein Timer? Eigentlich sollte jetzt hier der Film laufen. Ich wollte Avengers gucken, aber irgendwie funktioniert hier der Fernseher auch nicht. Okay, irgendwas scheint zu passieren gleich. Oh ja, oh, 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 oh. Turbulenzen mag ich irgendwie gar nicht. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Thank you for cooperation. Okay, das war's schon. Das sieht ja fast gar nichts. Also ich denke, das wird ein guter Flug heute nach Hause. Ja. Ja, es gibt gleich Snacks für alle. Es gibt gleich was zu essen. Das gefällt mir doch sehr. Danke, Captain. Ah, das ist die Crew. Ah, das gefällt mir ja super gut hier. Ein tolles Flugzeug, muss ich sagen. Hm, es gibt Sandwiches. Oh, da kommt schon jemand. Ich sollte auf meinen Platz zurück. Hallo. Ja, ich bin hier G10. Ey! Ich will was zu essen. Hallo! Keine Sandwiches für mich? Komisch. Ach doch, hier. Ein Sandwich. Oh, jetzt das Sandwich schon wieder weg. Der andere kam, der Kollege sagt, dass es ihm nicht so gut geht. Oh, der mag keine Mayonnaise anscheinend. Oh, der ist allergisch. Ich sollte mir... Was ist denn hier? Hä? Warum ist hier... Was passiert hier? Achso, wir müssen Medizin für ihn finden. Okay, okay, wir finden bestimmt gleich Medizin. Wo ist denn sein Koffer? Hat jemand seinen Koffer gefunden? Nein, das ist der andere. Das bin ich. Wo ist denn sein Koffer, Mann? Okay, sie hat's gefunden. Gott sei Dank. Ich möchte nicht, dass sich hier einer irgendwie übergibt oder so. Das war echt... Das war wirklich... Also... Das war knapp. Also dieser Flug scheint doch noch ein bisschen auszuarten, ne?
Good afternoon, sind wir schon so lange unterwegs? Ja gut, wir kommen aus der Karibik, das könnte sein. Oh, man kann sich jetzt ein bisschen entspannen. Wir sind auf der maximalen Höhe, glaube ich. Aber es wackelt noch ein bisschen. Okay, wir schlafen jetzt anscheinend. Sehr, sehr gerne. Es ist schon Nacht. Es ist schon Nacht. Ja, wir haben noch ein paar Stunden. Das heißt, wir sollen uns noch ein bisschen bewegen. Das mache ich doch sehr, sehr gerne. Okay, irgendwas scheint hier gleich wieder nicht zu funktionieren, denn es gibt wieder Probleme. Wie bist du denn bitte nach da oben gekommen? Kannst du mir das mal sagen? Oh oh. Der hat keine Energie mehr. Ist das dein Ernst? Wieso? Könnte ich bitte wieder alle hinsetzen? Bitte. Look what is on the right wing. Was denn? Habt ihr das gesehen? Da! Wie kann er da stehen? Och nö, wir werden nicht überleben. Wieso denn nicht? Oh nein! Snakes on a plane! Da sind Schlangen! Wieso Schlangen? Frage ich mich an dieser Stelle. Ich frage mich eher, wie er einfach auf dem Flügel da stehen konnte. Scheint nicht normal zu sein. Aber bisher geht's eigentlich. Okay, ich hätte nie gedacht, dass ich bei Roblox auch ein bisschen Angst bekomme. Ein kleines bisschen. Deswegen kann ich auch keine Horrorspiele oder so spielen. Ja, aber darum geht's heute nicht. There's an open restroom. Okay, okay. Wo ist... Hier. Leute, kommt hier rein. Oh, Gott sei Dank. Scheint hier aber relativ groß zu sein. Ich hab's gefunden. Bleib hier, geh nicht raus. Das sind Schlangen. Snakes on a plane. Wer kennt den Film? Ich kenn den. Eieiei, Leute. Jetzt, ich dachte, das wird ein normaler Flug nach Hause, aber nein. Ja, that was scary. Ja. Ich würde gerne darüber diskutieren, das sage ich ja. Was hier passiert ist. Wer war dieser Typ? Hat den jemand eingeladen? Ist das etwa der vom Hotel? Der Hoteldirektor? Nein, das kann nicht sein. Der hat gesagt, der hat Flugangst. Und wenn er da draußen auf dem Flügel steht, also bitte. Haben die anderen nicht überlebt? G10 immer noch. Okay, ich bin gespannt. Wir müssen gucken, was hier los ist. Okay, die Schlangen scheinen wieder weg zu sein. Power ist back up. Sehr gut. Wir haben auch wieder die Power. Captain, wie wär's, wenn du mal runterkommst hier und rauskommst? Ehrlich! Ja, die Schlangen sind jetzt weg. Was ist das nur für ein Flug, Leute? Was ist das nur für ein Flug? Das war richtig creepy. Okay, er hat gute Nachrichten für uns. Und schlecht. Oh, toll. Super. Ja, was sagt die schlechte Nachricht als erstes, bitte? Er wird wahrscheinlich die gute. Ja, war klar. Ich kenne diese Leute. Ja, haben wir auch schon gemerkt. Die Power ist wieder da. Und die schlechte? Oh nein, wir verlieren Luft. Oh, Sauerstoff. Ja, okay, wir müssen unsere Masken holen. Okay. Hey, ich will auch eine. Ich brauche auch eine, Leute. Hey! Ich brauche auch eine. Nein! Ich will aber weiterspielen. Na komm, ein extra Life. Ich muss jetzt ein extra Life holen, weil es kann ja so nicht zu Ende sein jetzt hier. Ihr macht das bitte nicht. Ich hätte nicht zurück ins Flugzeug kommen sollen. Okay. Was ist das hier? Was hat er da? Ah!
No, 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 no! Wir müssen die deaktivieren. Okay, wir müssen dich davon irgendwie befreien. Das war wahrscheinlich diese Kreatur. Okay, die wissen, glaube ich, schon, was zu tun ist. Okay. Sie hat eine Schere gefunden. Ne? Oh, ich weiß nicht, welches Kabel du als erstes schneiden musst. Mach es doch einfach! Hat er überlebt? Oh Gott sei Dank, er hat überlebt. Was ist hier auf diesem Flugzeug nur los? Okay, wir haben es bisher geschafft, aber ich habe das Gefühl, da passiert noch gleich was. Guck mal, ich habe jetzt auch einen neuen Platz. Ach. Was ist mit dieser Kreatur? Ich möchte eigentlich wissen, was mit dieser Kreatur los ist. Und dann immer wieder diese schöne Musik zwischendurch. Ich sehe das hier. Ja, wo ist die Crew eigentlich? Stimmt. Okay, wo sind sie? Sag nicht, sie sind zu Zombies geworden. Wo sind sie denn? Ja, ich gehe zum Captain. Ich gehe ja schon zum Captain, Leute. Ist okay, okay, ich kümmere mich drum. Ich bin C7. Ja, super, es ist abgeschlossen. Oh, Captain! Irgendwas passiert da. Ich glaube, der Captain ist in Trouble. Ich glaube, in big, big Trouble. Okay, einer hat einen Code gefunden, ne? Ich habe super Freunde, muss ich sagen. Ich wusste nicht, dass ihr so gut dabei seid. Okay, jetzt können wir zum Captain durch. Okay, Captain. Ach, nö! Du schon wieder! Wir haben doch gar nichts getan! Wie? Du wolltest, dass wir hier hinkommen? Och nö, wie hast du uns denn hier hinbekommen? Leute, ich kann nicht sehen. It is at now. Was willst du denn von uns? Och nö, ich will nicht sterben. Wie? Warum bist du jetzt auf einmal weg? Blöde Kreatur. Ich möchte einfach nur nach Hause. Kann jemand fliegen von euch? Captain! Oh! Keine Zeit für ein Schläfchen! Oh nein, wir stürzen ab. Wir stürzen ab. Was tun wir denn jetzt? Kann ich hier drauf drücken? Leute, den Autopilot, ne? Einfach drauf. Wir müssen den Autopiloten finden, ne? Leute, tut es einfach. Oh. Endlich! Und du bist hier einfach am Schlafen, ist das dein Ernst? Wir stürzen gleich ab. Wobei, vielleicht hat die Kreatur was damit zu tun. Kann natürlich auch sein. Das war bisher ein echt verrückter Flug, muss ich euch sagen. Wir hätten schon längst zu Hause sein können. Aber wir sind es nicht. Es ist einfach nur verrückt. Ich würde jetzt am liebsten meine Familie anrufen. Aber hier oben haben wir ja keinen Empfang.
Ja doch, hier Emergency Phone, so wir können. Ah, das hier wahrscheinlich. Ja, mal gucken, ob das klappt. Also bei der Kreatur bin ich mir nicht so sicher, was die schon alles getan hat. Okay, er telefoniert mit jemandem. Ach, der ist ohnmächtig. Okay, jetzt kommen wir hier auch nicht mehr raus. Airport Crew. Okay, die Airport Crew wird uns hoffentlich helfen. Ach, hier sind sie. Aber ich habe ich gar nicht gesehen, sorry. Ja, das war die Kreatur. Safe. Safe, 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 safe. Okay, der Autopilot läuft auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, das war es noch nicht. Okay, sie übernehmen die Kontrolle. Der Tower übernimmt die Kontrolle. Okay, eine Sache gibt es noch für uns. Someone needs to keep the plane on track. Okay, kann ich das nicht übernehmen? Ich bin eigentlich ziemlich gut. Okay, komm, ich mach das. Ich mach das. Leute, ich mach das. Macht euch keine Sorgen. Ich mach das. Ich mach das. Nein! Oh. Ich wollte das eigentlich machen. Ich bin mir nicht sicher, ob der andere fliegen kann. Ah, der macht das. Ja, los, komm, bitte. Wir dürfen jetzt nicht abstürzen. Tu mir das bitte nicht an. Ja, wollen wir hoffen, dass du weißt, was du da tust. Ja, siehst du? Sie ist schon wieder da. Oh! Können wir den nicht irgendwie hauen oder so? Guck euch den mal an. Hallo! Verschwinde doch einfach nur. You humans are funny. Ich glaube, das ist gar kein Mensch. Das ist gar kein Mensch. Oh, wie? Unser Zielflughafen steht schon fest? Ich dachte, wir fliegen nach Hause. Ja gut, er meint wahrscheinlich, dass wir sterben müssen. Nein, nein, nein. Lass dich. Komm, mach es einfach. Crash this plane and we will rule the underworld for... Nein, 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 bitte nicht. Ich möchte noch leben. Tu es nicht. Tu es nicht. Oh, danke. Ich meine, wir haben uns ein Zimmer geteilt. Komm schon, lass uns doch einfach nur raus. Lass uns einfach nur raus. Was passiert hier nur? Kann er uns nicht in Ruhe lassen? Ich habe das Gefühl, wir müssen noch gegen diese Kreatur kämpfen heute. Weil sonst kommen wir hier von diesem Flugzeug nicht runter. Und du bist die ganze Zeit nur am Schlafen. Danke. Oder ohnmächtig, wie dem auch sei. Who cares? Ist doch egal, jetzt lande doch einfach das Flugzeug. Ich möchte nur nach Hause. Ja, ich muss mich auch gleich übergeben, aber du musst das Flugzeug jetzt fliegen. Hättest du es nicht machen sollen dann. Oh Gott, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind endlich zu Hause angekommen, Leute. Wer war diese Kreatur? Ich kannte sie nicht. Leute, wir sind endlich... Wir sind da. Wir sind da. Endlich. Wir sind da. Gott sei Dank, Leute. Wir haben es überlebt. Airplanes. Also dieses Flugzeug haben wir überlebt. Aber diese Kreatur, sie wollte uns unbedingt tot sehen. Ich habe es gesehen. Ich denke, es geht noch weiter, weil es noch eine zweite Geschichte dazu gibt. Aber vielleicht das beim nächsten Urlaub. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt, Daumen nach oben. Überhaupt kein Problem. Gerne ein Abo dalassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich gehe jetzt erstmal nach Hause und rufe meine Familie an. Ciao.